Yo Leute, endlich ist es soweit. Ein bekannter Modder hat sich endlich dazu geäußert, wann denn das neue Nightlife DLC in GTA Online erscheinen soll. Nachdem Rockstar heute keinen neuen Trailer für GTA Online veröffentlicht hat, was der größte Teil der Community erwartet hat, darunter auch ich, sind jetzt natürlich die Spekulationen ziemlich hoch, wann denn letztendlich das neue Update in GTA Online kommt. Und um das Ganze jetzt verstehen zu können, muss man erstmal das Prinzip von den Updates von GTA verstehen. Und zwar ist es so, dass wir in der Regel immer einen Teaser dienstags bekommen im Newswire Post, dann am Donnerstag den Trailer für das Update und dann am Dienstag darauf eben das Update, manchmal auch zwei Wochen später erst das Update an sich. Und jetzt ist es eben so, dass wir letzte Woche Montag ja den Trailer erhalten haben, beziehungsweise einen kleinen Teaser für den Trailer und bisher noch keine Bilder oder sowas von Rockstar, noch keine offizielle Ankündigung auf dem Newswire Post, wo wirklich steht, das Nightlife DLC kommt ganz sicher, wir haben noch keinen offiziellen Namen, wie das DLC heißen soll. Wir wissen nur, im Juli soll noch ein Update erscheinen und es soll um das Nachtleben in Los Santos gehen. Mehr wissen wir offiziell noch nicht. Und da wir letzte Woche Montag jetzt eben diesen Teaser für den Trailer bekommen haben und dann am Donnerstag darauf aber nichts, ging man eben davon aus, dass dann eben heute der richtige Trailer kommt und dann am 10. Juli, also nächsten Dienstag, das richtige Update. Nun ist es aber nicht so und die Verwunderung in der Community ist ziemlich groß. Das war aber nicht der einzige Faktor, der für nächsten Dienstag gesprochen hat. Auch die aktuellen Aktionen, die Rockstar gestartet haben, haben alle auf den 10. Juli gedeutet. Nun muss man aber ehrlich zugeben und muss einfach sagen, die Community hat sich einfach geirrt. Und passend dazu hat jetzt endlich Fun2 einen Post auf Twitter rausgehauen, in dem schreibt er: Next week nothing interesting. The week after, und dann hat er so einen komischen Pedo-Smiley oder wie auch immer der heißt. Also nächste Woche passiert nichts Interessantes, aber die Woche danach. Also der 17. Juli 2018. Okay, jetzt nochmal ganz schnell zusammengefasst. Die meisten Leute gingen davon aus, dass wir am 10. Juli eben das neue Update, also nächsten Dienstag, erhalten sollen. Da aber heute kein Trailer erschienen ist und den Donnerstag vorher immer ein Trailer erscheint, war die Community verunsichert bzw. weiß jetzt nicht so richtig, was abgeht. Und nun ist es so, dass sich ein sehr, sehr bekannter Leaker eben geäußert hat und nochmal unsere Vermutung, dass nächste Woche nichts in GTA Online passiert, bestätigt hat, aber dann für den 17. Juli etwas sehr Interessantes vorhersagt, was dann höchstwahrscheinlich eben das Update sein wird. Und das waren jetzt auch schon wieder alle neuen Informationen, die sich auf das neue Nightlife DLC in GTA Online beziehen. An der Stelle möchte ich aber nochmal anmerken, dass das Video sehr spontan entstanden ist. Ich bin eben erst aus dem Training gekommen und dachte mir, Leute, ich muss euch ganz schnell darüber informieren. Daher hatte ich jetzt keine Zeit, hier ein Skript oder sowas zu schreiben, deswegen kann es sein, dass ich mich ein paar Mal wiederholt habe, aber ich denke, die wichtige Information habt ihr auf jeden Fall verstanden. Wenn ihr noch weitere Fragen oder sowas habt, dann schreibt sie mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich probiere auf jeden Fall, euch alle Fragen noch zu beantworten. Und an der Stelle bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald und Peace!